zusammen! Jetzt dürft ihr euch wieder freuen, weil es geht wieder um den Driver. Und das ist natürlich ein Thema, was so viele mit beschäftigt, natürlich auch ganz viele Herren, wie der Driver besser fliegt, beziehungsweise geradeaus. Wir haben heute aber ein Thema, was auch ganz viele kennen, die hier oben ganz viele Ballabdrücke haben, beziehungsweise auch schon so Sky Mark, sagt man dazu. Und es gibt ja auch so ein bisschen den Ausdruck, you sky it, you buy it. Also das nach dem Motto, hier oben sollte der Schläger eigentlich überhaupt nicht beschädigt werden. Was passiert denn, wenn ich den Ball unterschlage? Also es gibt mehrere Möglichkeiten, den Ball unterschlagen. Der klassische unterschlagene Ball ist natürlich, wenn der Schläger zu krass aus der Höhe nach unten kommt. Wie kann das passieren? Ganz einfach, wenn ich sage, ich hole aus, die rechte Schulter startet nach vorne, der Schläger kommt leicht von außen. Da ist die Schwungbahn eigentlich gar nicht so wichtig. Es geht eigentlich darum, dass der Schläger zu steil von oben nach unten, also quasi von wirklich von der Höhe auf den Ball nach unten kommt. Was passiert? Höchstwahrscheinlich, er erwischt den Ball im nach unten gehen und ich rasiere unter dem Ball durch und er geht mehr hoch als weit. So, das ist jetzt eine Möglichkeit, wie ich den Ball unterschlagen kann. Die zweite Möglichkeit, die ist jetzt nicht so oft, aber die passiert tatsächlich auch öfter und das kann ich dann tatsächlich in meinem Unterricht auch immer wieder sehen, weil bei mir ganz oft schon getrainiert wird, dass man mal auf dem rechten Fuß stehen bleiben muss, dass man von unten nach oben schlägt, dass man den Ball in der Aufwärtsbewegung trifft, aber trotzdem klappt es oft nicht. Und so jetzt ist die große Frage, warum klappt es dann trotzdem nicht? Also, ich mache es euch mal richtig vor. Ich gehe jetzt mal vor den Ball hin. Wenn ich tief bleibe und wenn ich mein Bein strecke und ich schlage so wirklich in mein linkes Bein, für uns Rechtshänder natürlich in mein linkes Bein, die linke Seite streckt sich, der Schläger kann tatsächlich nach oben quasi durchschwingen und sich dann releasen. Wenn jetzt allerdings dieses linke Bein nicht als Mauer bzw. als Gegenwand dient, sondern sich quasi nur nach hinten wegzieht, was passiert? Der ganze Oberkörper hat eigentlich gar keinen Stopp und ich drehe mich noch mehr unten durch quasi. Also das heißt, ich schlage jetzt quasi nicht unten durch von oben, sondern der Schläger hat natürlich schon relativ flachen Eintreffwinkel, aber er hat nicht die Chance, wieder nach oben zu gehen, wenn ich dieses Bein bzw. die Hüfte nach hinten wegziehe. Ja, also ihr könnt das beobachten, ich mache das mal langsam vor, wenn ich jetzt quasi hier zu stark wegdrehe, ich versuche immer noch, ich bin ja jetzt quasi schon auf dem rechten Fuß, ich mache schon gedanklich was richtig, ich bin hinten, aber ich ziehe das hier weg und ihr seht selber von der Perspektive aus, dass der Schläger extrem nach links, womöglich auch mit einem geschlossenen Schlägerblatt, sich durchzieht, aber vor allem unter dem Ball quasi durch. So, also sprich, ich treffe den Ball trotzdem noch oben, ich unterschlage ihn quasi immer noch faktisch, obwohl man das Gefühl hat, man bleibt hinten stehen. Also ihr müsst wirklich, wirklich das Gefühl haben, auf dem rechten Bein natürlich stehen zu bleiben, wobei stehen bleiben ist für die meisten hilfreich. Natürlich muss es schon ein Schwung nach vorne bzw. ein Schlagen nach vorne sein, aber in diese linke Seite hinein, also dieses Bein streckt sich und dreht sich dann noch, aber es darf nicht so ein Weg, ich sage mal so ein Twist, ja, es darf nicht so ein Twist nach hinten sein, weil dann der Schläger eben nicht nach oben gehen darf. Also ich mache euch das jetzt nochmal richtig vor. Viele wünschen sich das immer langsam, ich kann das aber nicht so gut langsam. Ballposition links, ich bin leicht hinter dem Ball und jetzt seht ihr, wie ich dann in diese linke Seite hineinschlage. Ja, und so kann der Schläger dann wirklich nach oben, ihr seht ja selber, ich gehe schon mit nach vorne durch, aber der Schläger kann nach oben geschwungen werden und nicht komplett links um mich rum. Also das wäre jetzt quasi die zweite Möglichkeit, wenn man mit dem unterschlagenen Greif kämpft, dass man mal aufpasst, was macht meine Hüfte, was macht mein linkes Bein, wo ist das Gewicht, bin ich zu viel in der linken Ferse hinten? Probiert das mal aus, ich bin mir ziemlich sicher, wenn ihr eh schon aus dem flachen Eintreffwinkel kommt, dass das die Ursache sein könnte. Würde mich freuen, wenn ihr mir Feedback hinterlasst auf Instagram oder hier auf YouTube und ich freue mich natürlich über sämtliche Nachrichten. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß und viel Erfolg mit diesem Trainingstipp. Bis dann, ciao!